Ich begrüße sehr herzlich in Berlin Maria Fiedler vom Tagesspiegel. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt haben wir Olaf Scholz in einem längeren Statement aus Brüssel gehört. Aber wir gehen natürlich erst einmal nach Berlin, denn wir wollen ein bisschen zurückgucken auf diese ganz besondere Woche. Wir wollen schauen auf die erste Woche der neuen Regierung und des neuen Bundeskanzlers. Was hatten Sie für einen Eindruck? Wir haben ja diese Woche die erste Regierungserklärung von Herrn Scholz erlebt, eine Premiere unter der Reichstagskuppel. Und ja, es ist, wir wissen ja, Olaf Scholz ist nicht als feuriger Redner bekannt. Es war jetzt auch keine glamouröse Premiere. Er hat sehr stark sich auch an seinem Manuskript orientiert. Aber es war eben doch solide und pragmatisch, so wie viele ihn eben auch kennen. Und er hat zwei Akzente setzen können, die ich interessant fand. Das eine war, dass er versucht hat, sehr viel Mut und Zuversicht zu verbreiten, zu sagen, ja, wir kommen gemeinsam durch diese Krise. Und das andere war, dass er aber auch eine klare Kampfansage gemacht hat in Richtung militante Corona-Leugner und Impfgegner. Und er hat gesagt, wir werden uns von einer kleinen extremistischen Minderheit eben nicht den Willen aufzwingen lassen. Und das war auch einer der stärksten Momente dieser Regierungserklärung. Jetzt hat man natürlich unter dem Begriff Aufbruch, den die neue Regierung verkündet hat, gedacht, na ja, da kommt aber jetzt so richtig die Perspektive und der Aufbruch. Und dann haben wir doch festgestellt, Olaf Scholz, Sie haben es gerade auch gesagt, hat sich sehr ans Manuskript gehalten, war sehr, sagen wir mal, auch gleichförmig in seiner Sprache, wie wir das ja kennen. Der große Aufbruch, der hat irgendwie nicht so richtig stattgefunden. Ja, der Aufbruch bei der Ampel liegt eben weniger in der Redekunst von Olaf Scholz, sondern in den Inhalten. Man kann ganz objektiv sagen, dass die Ampel ja einen sehr großen gesellschaftlichen Wandel vorhat. Eine Änderung, eine Modernisierung im Familienrecht, Abschaffung des Paragraphen 219a, eine Legalisierung von Cannabis. Da sind ganz viele Punkte, wo man sagen muss, es ist wirklich ja eine gesellschaftliche Liberalisierung. Und man kann dazu stehen, wie man will, aber in Deutschland wird sich viel ändern. Und insofern hat Olaf Scholz das vielleicht nicht so rübergebracht, was übrigens auch die Opposition dann aufgespießt hat. Aber es sind doch große Vorhaben, die Ampel da in den nächsten Jahren angehen will. Frau Fiedler, und wir haben etwas Neues im Bundestag, nämlich eine neue Sitzordnung, eine umstrittene Sitzordnung. Was ist da los? Ja, die FDP will nicht mehr neben der AfD sitzen. Das hat verschiedene Gründe. Einmal ist es so, dass da wirklich eine permanente Geräuschkulisse herrscht. Sexistische Kommentare, menschlich erschreckende Kommentare, wie manche FDP-Abgeordnete berichten. Und andererseits ist es für die FDP auch eine strategische Frage. Sie wollen eine Kraft der Mitte, der Stabilität sein. Sie wollen auch bei ihren Koalitionspartnern sitzen. Und deswegen haben sie eben jetzt gemeinsam mit den Ampelpartnern entschieden, die CDU, CSU muss an den Rand rücken, sozusagen neben die AfD. Das gefällt der Union natürlich gar nicht. Es gab wirklich eine sehr, sehr emotionale Debatte dazu, auch im Bundestag, weil eben die Union sich genauso als Kraft der Mitte sieht. Und für sie ist es auch strategisch schwierig, weil sie weiß, es werden Abstimmungen kommen, gerade im Feld der Migration, wo sie mit der AfD ähnlich abstimmen wird. Und wenn dann eben da am rechten Rand des Plenums gemeinsam die Hände hochgehen, dann ist das ein Bild, das die Union sicherlich gern vermeiden möchte. Ja, es gibt ein zweites Thema bei der AfD, nämlich die Besetzung der Ausschüsse. Da gab es auch beim Innenausschuss Streit, denn die AfD ist mit ihrem Kandidaten gescheitert. Richtig, das hatte sich auch schon abgezeichnet. Die AfD hatte bei der Vergabe der Ausschüsse den Innenausschuss sozusagen gezogen, konnte ihn sich greifen. Und dann war bei den anderen Parteien aber das Erschrecken groß, weil der Innenausschuss dafür zuständig ist, die Sicherheitsbehörden zu kontrollieren, sich auch mit der Bekämpfung des Rechtsextremismus beschäftigt. Und auf der anderen Seite haben wir eben mit der AfD eine Partei, die in Teilen wegen Rechtsextremismus vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Ein Ausschussvorsitzender hätte Zugang zu sensiblen Informationen, hat großen Einfluss auf die Tagesordnung. Da haben eben viele Parlamentarier oder eine große Mehrheit der Parlamentarier im Innenausschuss dann gesagt, nein, das können wir uns nicht vorstellen und haben dann eben gegen den Kandidaten der AfD gestimmt. So, jetzt werden wir alle dazu aufgefordert, immer wieder und jeden Tag, wir sollen die Boosterimpfung machen.
Und jetzt hören wir gleichzeitig vom neuen Gesundheitsminister, ja, das ist mit diesen Impfdosen gar nicht so einfach. Wir haben eigentlich gar nicht genug. Das ist eine merkwürdige Situation diese Woche gewesen. Viele Bürger sind völlig verunsichert. Ja, es ist in der Tat eine schwierige Situation. Karl Lauterbach hat seine Impfinventur gemacht, hat festgestellt, okay, für seine Booster-Strategie wird es nicht reichen, weil Karl Lauterbach sagt eben, gegen die neue Omikron-Variante hilft eben nur Boostern, Boostern, Boostern. Und dafür ist nicht genug da. Man konnte es am Anfang auch ein bisschen als Kritik an Jens Spahn lesen, aber Lauterbach hat das gestern nochmal gerade gerückt und gesagt, es ist keine Kritik an Jens Spahn. Man konnte das nicht wissen, dass Omikron kommt. Und aber trotzdem kann Karl Lauterbach, der ja mit einem massiven Vertrauensvorschuss auch ins Amt gestartet ist aus der Bevölkerung, kann jetzt natürlich auch als Krisenmanager auftreten, denn er zieht Impfungen oder Impfdosenlieferungen vor, die von Moderna kommen. Er spricht auch mit BioNTech und wenn er dieses Problem jetzt löst, dann kann er natürlich zum Start direkt auch Pluspunkte sammeln. Ja, um Punkte sammeln ging es auch bei der Mitgliederbefragung der CDU. Wir erwarten ja heute um 14 Uhr die Entscheidung, wie denn die CDU-Mitglieder entschieden haben, wer der neue Vorsitzende sein soll. Wir haben drei Kandidaten. Ich habe sie am Anfang der Sendung noch mal vorgestellt, die auch für verschiedene Stile nicht nur stehen, sondern vielleicht auch für verschiedene Perspektiven stehen. Was erwarten Sie? Wer wird es denn um 14 Uhr? Also ganz genau weiß man ja nicht, ob schon jemand die absolute Mehrheit erreicht, aber ich rechne damit, dass Friedrich Merz das Rennen diesmal machen wird. Zweimal hat er es schon versucht. Diesmal wird es sicherlich klappen. Er hat auch seine Strategie jetzt in diesem innerparteilichen Wahlkampf nochmal verändert. Er umarmt jetzt mehr. Er ist zum Beispiel auch stark auf die Gruppe der Frauen zugegangen, die er eben vorher ein bisschen vernachlässigt hat. Er betont jetzt sehr stark das soziale Profil der CDU. Also man hat gesehen, er hat seine Strategie modifiziert und gleichzeitig sagen auch in der Mitgliedschaft einige, die ihn vorher vielleicht auch nicht gewählt hätten, entweder, ja, dann soll er es jetzt eben mal machen, dann ist Ruhe. Oder auch, wir sind jetzt in der Opposition, wir brauchen jemanden, der vielleicht auch ein bisschen schärfer auftritt gegenüber der Ampel. Jemanden, der auch mal harte Kante zeigen kann. Das ist ja was, wofür man Merz auch kennt. Und insofern gehe ich ganz stark davon aus, dass es für ihn jetzt heute klappen wird. Und werden wir sehen, ob er sozusagen dann für die CDU in den nächsten Jahren die Ampel auch stellen kann, so wie sich das viele Christdemokraten wünschen. Frau Fiedler, Sie haben das sehr nett ausgedrückt mit dem Sauerländer, der jetzt umarmt. Also wir sind sehr, sehr gespannt auf das, was da um 14 Uhr passiert. Wobei man dazu sagen muss, er muss der Kandidat ja dann heute über 50% bekommen, um nicht noch mal in eine Stichwahl gehen zu müssen mit dem Konkurrenten. Wir sind gespannt, ob es Friedrich Merz wird. Und wir werden ganz sicherlich dann eine neue Auseinandersetzung auch mit der neuen Regierung bekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Dankeschön. Danke Ihnen.